Aber ich muss sagen, alle, die hier vorbeikommen, ihr schaut gut aus, dann entsteht alles Gute! Gleich 35 Kilometer voll. Alter, es ist so anstrengend. Also heute ist es wirklich richtig hart. Also die Sonne brennt, es ist einfach nur brutal warm. Ja, es wird einfach nur noch gelaufen. Zielzeit ist echt total egal. Und in 7 Kilometer sind wir endlich im Ziel. Etwas mehr wie 24 Stunden ist jetzt der Start vom Frankfurt-Marathon her. Alter Falter, der Frankfurt-Marathon war mit Abstand der härteste Marathon, den ich bisher gelaufen bin. Es war so verdammt warm, als wir um kurz nach 10 gestartet sind, hatten wir irgendwie schon 15 Grad oder 14 Grad. Es war ein einziger Kampf. Ich wollte eigentlich ja so um die 4 Stunden 15 laufen, aber nach so ungefähr 10 Kilometern habe ich gemerkt, das gibt keine, das hältst du nie im Leben durch. Ich musste einfach Pace rausnehmen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht angekommen. Und so ab Kilometer, ja, 33, 34 musste ich dann die ersten Gehpausen einlegen. Dann wurde mir auf einmal auch schlecht. Ich weiß nicht warum, das kam dann immer wieder. Und als wir dann in die Festhalle eingelaufen sind, ich bin ja schon mal vor 3 Jahren in Frankfurt gelaufen, da fiel dann einfach die ganze Last ab. Die ganzen Emotionen kamen raus, mir kamen wieder die Tränen. Es war einfach, ja, es war unbeschreiblich. Ich bin zwar jetzt nicht in der Bestzeit gelaufen, ich bin jetzt knapp 5 Stunden gelaufen, aber unter diesen Umständen war mir das sowas von egal. Hauptsache, ich bin angekommen und ich hatte Spaß und den hatte ich auf jeden Fall. Frankfurt war wie immer wieder mega, mega gut. Die Organisation, die Verpflegung, vor allen Dingen die Stimmung und einfach der Einlauf in die Festhalle, der war einfach nur mega. Für mich geht's jetzt erstmal in die verdiente Offseason und übernächste Woche, denke ich mal, werde ich dann so langsam wieder mit dem Laufen einsteigen. Ja, ich denke, das soll es jetzt auch mit meinem Frankfurt-Marathon-Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.